Jo Leute, mein Name ist Flavio Simonetti und das ist I Love Personal Training und heute geht es um das Thema Julian Zietlow. Was ist da los? Viel Spaß. Also ich werde relativ oft gefragt, Julian, wie sieht's aus mit Alkohol? Generell, Alkohol ist super, auch mal super geil. Unbedingt sauft, bitte kiffen, unbedingt legalisieren und Gras und was weiß ich alles. Charlotte ist ganz seltsamerweise von der Gesellschaft toleriert und erlaubt. Ganz, ganz seltsamerweise. Ja, und das geht nicht. Also Charlotte ist schlecht. Ihr müsst immer sehen, was bringt es dir? Charlotte, ah, Hilfe! Für was war? Für die Bild. Genau, für die Bild haben wir Fotos gemacht und gedreht. Also 70 Tage auf Alkohol verzichten, also das könnte ich. Ich möchte mich als Samariter hinstellen. Nicht. Bitte kiffen, um überleben zu können, sonst und man eine Macke bekommt. Es sieht so aus. Ich trinke Alkohol wirklich regelmäßig und das mehr oder weniger. Also, nehme ich mir irgendwie zwei Mixbier, ein Wodka, mach mal ein Glas Shampoos bei irgendeiner Veranstaltung. Das immer mal wieder und wirklich regelmäßig schieße ich mich ab. Ein richtiger Vollrausch, also wirklich total abschießen mit Ausballern, also Reihern und so weiter und so weiter. Also sicherlich hat man auch super Abende mit ein bisschen Kiffen und einen Freifahrtschein für Alkohol geben. Jedes Wochenende besoffen. Freitag und Samstag hackedicht. Super geil. Das ist keine Pro-Alkohol-Aktion hier, sondern generell einfach nur Alkohol. Wenn du Alkohol trinkst, kannst du so und so lange Alkohol während den 10 Wochen. Was danach ist, ist abends seine 3-4 Gläser Wein trinkt oder seine 2 Bier, dann ist das vollkommen cool. Ja, da sind doch Antioxidantien im Rotwein und das ein Glas verlängert dein Leben um, ach, quatsch doch nicht voll. Ein richtiger Vollrausch, also wirklich total abschießen mit verlängert dein Leben um. Julian Zietlow, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abgerechnet wird am Strand, sagte er und trank den Wodka.